Heute haben wir eine Powerstation für euch und zwar die EcoFlow River 2. Und ich muss sagen, ich bin echt froh, dass wir heute eine Powerstation zum Vorstellen haben. Denn vorhin ist unser Studiolicht ausgefallen, mangels Akku. Dann ist unser Mikrofon leer gegangen und ja, dementsprechend haben wir hier jetzt gerade so eine kleine Brücke gebaut und speisen Strom in unser Mikro ein und laden gerade unser Studiolicht. Toi, 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 es klappt ganz gut. Gut, dass wir diese Powerstation haben. Somit haben wir auch genug Strom. Laut EcoFlow ist die River 2 die beste Powerstation unter 1 kW. Ich sag mal so, also die Hersteller preisen ihre Produkte immer als beste Produkte an. Aber ich muss sagen, die River 2 ist schon eine wirklich gute Box und die ist super verarbeitet. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, diese Station 2 Wochen mitzunehmen und zu testen. Und ich muss sagen, ich möchte sie nicht mehr zurückgeben und will sie behalten. Denn es geht erstmal um diese ganze kompakte Konstruktion. Ich glaube, sie wiegt 3,6 Kilo. Super portabel und hat genug Leistung, um mehrere Handyladungen, Notebookladungen oder sogar einen kleinen Föhn zu betreiben. Die genaue Leistung habe ich gerade nicht vor Augen. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt steht, sonst blende ich das einmal ein. Bevor ich das jetzt suche, blende ich das unten ein. Das ist eine sichere LFP-Batterie, die mehr als 3000 Ladezyklen aushält und EcoFlow sagt, dass diese Batterie eine Produktlebensdauer von bis zu 10 Jahren hat. Und diese Batterie verfügt über ein integriertes Batterie-Management-System, reguliert die Parameter so, dass die Batterie lange und sicher funktioniert. Und ja, also ich muss sagen, ich bin total Feuer und Flamme und finde diese Powerstation sehr, sehr gut. Was ich auch gut finde, ist, dass wenn diese Powerstation leer ist, innerhalb bzw. in unter 60 Minuten wieder voll aufgeladen ist, über diesen 220 Volt Stecker. Und was ich durch Zufall gemerkt habe und rausgefunden habe, ist, ich hatte hier einen USB-C-Stecker drin. Ich habe unser Notebook geladen und dann haben wir die EcoFlow über mehrere Tage wirklich komplett leer geladen. Und dann wollte ich, wir haben ja noch einen Wechselrichter hier bei uns an Bord, dann wollte ich das Notebook über unseren Wechselrichter betreiben, hatte aber diesen Stecker hier drin gelassen, habe dann die andere Seite in den Wechselrichter gesteckt und dann habe ich gesehen, dass die Powerstation angefangen ist zu laden. Also, das finde ich total cool, denn wenn ihr den 220 Volt Stecker mal vergessen habt und ihr seid unterwegs, ihr könnt einfach über USB-C die Powerstation wieder aufladen und über USB-C ist diese Station auch in 3 bis 6 Stunden voll aufgeladen. Dementsprechend braucht ihr eigentlich nur immer ein Kabel und könnt mit jedem Handyladen oder mit einem normalen, ja, USB-C ist ja mittlerweile schon Standard und wird immer mehr Standard. Also dementsprechend, ja, wird diese Powerstation überall problemlos geladen werden können. Weiterhin kann man diese Powerstation auch über ein Solarpanel laden. Wir haben dieses Solarpanel jetzt nicht dabei bekommen. Allerdings brauchen wir das auch nicht. Wir haben unseren Wechselrichter und man kann in der App nachher noch sagen, wie viel Input beim Laden beziehungsweise wie viel Watt beim Laden genommen werden soll, so rum. Das heißt, wenn wir nachher in der Sonne stehen würden und unsere Solaranlage macht durchgehend so um die 200 Watt Leistung, wir wollen unseren Akku aber voll behalten. Das heißt, man könnte in der App nachher sagen, so die Kapazität beim Laden, die soll nur 150 Watt sein. Somit weiß ich, es wird nur die Sonnenenergie gezogen und zieht unseren Akku nicht mit leer, was ich super gelöst finde. Das gucken wir uns aber nachher nochmal an, wenn wir auf die App eingehen. Denn ja, es gibt sogar eine App für die Powerstation und die App, die ist verdammt gut. Also die ist wirklich gut gemacht. So, dann gucken wir nochmal einmal an, wie die Powerstation bestückt ist. Und zwar gibt es hier einmal einen 12 Volt Adapter, dann den 220 Volt Stecker. Der 220 Volt Stecker läuft auf 300 Watt Sinusleistung. Man kann ihn mit einem X-Boost auf 600 Watt betreiben. Die USB-C Stecker arbeiten mit 60 Watt. Und der USB-A-Stecker, da muss ich mal einmal gucken, der hat maximal 12 Watt. Ich finde für die kleinen gängigen Elektrogeräte völlig ausreichend. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was die Box alle so kann. Ich hoffe, die Lampe bleibt an, dass die mittlerweile schon genug Strom geladen hat. Es sieht gut aus. Und nein!
Ja, wir machen gleich wieder Licht. Bleiben wir mal kurz im Dunkeln sitzen. Und zwar haben wir gerade unsere Lampen gar nicht geladen, weil wir hier erst noch mal aktivieren müssen. Wir sehen jetzt, dass dieser Föhn 300 Watt verbraucht. 300 Watt in der Sinusleistung ist gar kein Problem, auch durchgehende Leistung nicht. Wenn wir jetzt eine Nummer höher stellen, also wir haben jetzt aktuell die X-Boost-Funktion aktiviert. Das heißt, wenn wir eine Nummer höher gehen, dann wird die Box gleich ausgehen. Man hört auch, bei 300 Watt fängt der Ventilator hinten an zu arbeiten. Aber wir gucken mal, was passiert, wenn wir nochmal eine Stufe nach oben gehen. Dann steht Overload. Also es ist ein Spannungsschutz drin, es ist gesichert. Man kann mit dieser Box eigentlich nichts falsch machen. So, ich würde sagen, wir laden noch mal ein bisschen unser Licht weiter, denn sonst wird das Video sehr dunkel. Und ja, Johanna, was gibt es noch zu sagen? Wollen wir mal gucken, wie die App aussieht? Man kann auch hier jeden einzeln anschalten, ne? Genau, einmal hier mit den Knöpfen oder halt per App. Wir können auch die Box einmal ausschalten, dann ist er aus. Geht das Licht gleich auch wieder mit aus. So, wir schalten die Box auch mal wieder ein, weil wir wollen ja das Licht behalten. Dann müssen wir hier auch wieder den 220 Volt Stecker zuschalten und dann sehen wir auch, dass die Lampe wieder weiter geladen wird. Und was ich total cool finde, ist, dass diese Box noch eine App dabei hat. Und die schauen wir uns einmal an. Dazu mache ich hier mal eine Bildschirmaufnahme an. Und zwar hat man hier in dieser Übersicht die ganzen EcoFlow-Boxen, die man dann so zur Verfügung hat. In unserem Fall haben wir nur die River 2. Man sieht hier auch schön, dass die River 2 94% Restkapazität hat. Und aktuell, wie sie arbeitet, arbeitet sie über 99 Stunden. Das können wir aber auch schnell ändern, wenn wir den Föhn nochmal einstecken. Denn die Ansicht, die wird immer live aktualisiert. So, haben wir mal 5 Kabel hier liegen, Johanna, dann haben wir direkt wieder einen Kabelsalat, ne? So, dann machen wir den Föhn mal an und jetzt geht auf beiden Geräten die Zeit auf 10 Stunden runter. Auf der EcoFlow stehen 10 Stunden glatt. In der App 9 Stunden und 45 Minuten. Hier ist er schon auf 35 Minuten runtergesprungen. Wobei man sagen muss, 300 Watt ist aber auch schon eine ordentliche Leistung. Wenn wir jetzt noch was einspeisen würden, würde bei Solar- oder Wechselstrom noch etwas stehen. Das heißt, wir können auch noch mal zusätzlich beim Föhn auch wieder Strom einspeisen. Ist immer ganz angenehm, wenn man irgendwo da eine Solarpaneele dran hat und die Box draußen stehen hat im Sommer, dann kann man nachladen und direkt die Gegenstände nutzen. So, müssen wir den Stecker auch einstecken. So. Hier, jetzt sehen wir, dass wir sogar 570 Watt, 600 Watt Wechselstrom. So, wir haben hier gerade einmal alles zerstört mit unseren Testen. Du hast nicht immer so viele Experimente gemacht. So, wir haben hier jetzt noch mal einmal, jetzt haben wir 7 Minuten draufstehen, 6 Minuten. Wir haben 750 Watt Eingang und 400 Watt Ausgang. Und wenn wir jetzt noch mal einmal die höhere Stufe machen, dann geht er einmal kurz auf 1300 Watt hoch und dann geht er aus. So, okay. Dann haben wir noch ein paar weitere Punkte bei der schönen App. Aber ich mache mal hier wieder unseren Strahler an, sonst geht der gleich wieder aus. Und zwar können wir hier uns die Ausgangsleistung und Eingangsleistung angucken. Da können wir zwischen den beiden Menüpunkten hin und her switchen. Aktuell haben wir nur den Wechselstrom aktiviert. Wir können aber auch über die App den 12 Volt DC-Strom oder halt die USB-Anschlüsse aktivieren. Beziehungsweise die USB-Anschlüsse sind aktiviert, wenn die Powerbox an ist.
Weiterhin können wir hier oben auf das Zahnrad klicken und dort haben wir die Möglichkeit, die Ladegeschwindigkeit mit Netzstrom einzustellen. Aktuell haben wir den Regler auf 360 Watt stehen und das war das, was ich vorhin meinte. Wenn wir die EcoFlow nur über Solar laden wollen, ohne dass die Bordbatterie zum Beispiel beansprucht wird und wir sehen, okay, es kommen durchgehend 200 Watt Strom rein, dass wir dann vielleicht auf 80 Watt oder 50 Watt Ladegeschwindigkeit stellen und somit sichergestellt, dass EcoFlow auch nur über unser Solarpanel vom Wohnmobil geladen wird und die Bordbatterie voll bleibt. Was natürlich ganz angenehm ist, wenn es zum Abend hingeht. Man weiß, man braucht die Bordbatterie oder die Kapazität abends von der Bordbatterie noch und möchte aber nochmal eben die EcoFlow laden. Dann können wir hier die Amperezahl einstellen auf 4 oder 6 oder 8 Ampere. Dann haben wir noch den Gleichstrommodus, da können wir einmal die Option Kfz-Ladung aufladen mit Sonnenenergie oder auf automatisch auswählen. Das ist diese X-Boost, ist diese erwähnte X-Boost-Funktion, wo die EcoFlow dann statt 300 Watt 600 Watt Leistung zulässt. Hier haben wir nochmal den Lade, beziehungsweise hier können wir den Entlade- und Ladezustand definieren, was ich super finde, denn man sagt ja, die Ladung von 30-80% ist immer optimal. Das heißt, man kann hier einstellen, dass die Batterieentladung nicht unter 30% oder dass die Ladung nicht unter 30% fällt und der Ladezustand bei einer Aufladung maximal 80% erreicht, was ich super finde, um den Akku zu schonen und die Langlebigkeit zu verlängern. Nun kommen wir nochmal zu den Spezifikationen der Box. Die River 2 hat eine Kapazität von 256 Wattstunden. Die Kfz-Ladung unterstützt 12 Volt, 24 Volt, standardmäßig 8 Ampere. AC-Ladung 220 bis 240 Volt, 50, 60 Hertz, 8 Ampere maximal. Solarladung, naja, ich brauche es gar nicht vorlesen, ihr seht es ja selber. Ja, so viel zu der App und zu der EcoFlow. Wir können die River 2 nur empfehlen. Also es ist für uns eine sehr schöne, kompakte Box. Man kann sie auch aus dem Schrank bedienen. Falls ihr mehr Informationen zu dieser Box erhalten wollt, wir setzen den Link zu dieser Box in die Videobeschreibung.